Drei Dinge, die du höchstwahrscheinlich nicht über Avocados gewusst hast, die ich dir in diesem Video etwas näher bringen möchte. An den Avocado-Bäumen war ich und heute ein anderer Freiwilliger sehr schöpferisch tätig. Wir haben die ganzen Bäume mit dem Grasschnitt am Boden bedeckt, damit halt hier einfach während der Dürrezeit der Boden bedeckt ist, Feuchtigkeit gehalten wird und guter Humus aufgebaut wird. Aber in dem heutigen Video möchte ich ja primär zeigen, ja, drei Sachen bzw. drei Dinge, die man für gewöhnlich als Konsument von Avocados nicht kennt. Und da habe ich diesen Baum entdeckt mit den Früchten und der zeigt das hier zum Beispiel wunderbar. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Frucht, die weiße Stellen hat. Und das ist jetzt keine Vogelkacke, wie vielleicht einige denken würden, sondern das ist ein Pilz, diese weißen Pünktchen. Wenn man die halt jetzt zum Beispiel erntet und die in einem Kasten legt, dann kann es sein, dass die auf andere Avocados übergreift, dieser Pilz. Entsteht wahrscheinlich aufgrund von starker Feuchtigkeit. Wenn es halt in den Tropen länger regnet oder länger feucht ist, dann geht dann halt auch ziemlich gut viele Pilze. Und ja, es ist halt ein bisschen unschön, wenn es auf mehrere Früchte übergreifen. Deswegen, weil es halt auf dem Markt oder in den Läden auch aufs Äußerliche drauf ankommt, findet man solche Früchte eher weniger. Der zweite Punkt ist, dass Avocados, wenn sie auch voll reif und schwarz sind, nie verzehrfähig und weich am Baum hängen werden. Also entweder fangen die Vögel vorher an den Früchten zu picken, während sie hart sind. Also hier habe ich jetzt auch zum Beispiel ein Beispiel gesehen. Also hier haben die Vögel angefangen zu picken oder hier diese Frucht. Beziehungsweise der Baum wirft sie dann rechtzeitig herunter. Ich habe jetzt hier auch zum Beispiel einige Exemplare, wie zum Beispiel jetzt hier. Also das sind halt wirklich solche Sachen, wo halt die Vögel dann anfangen, an die Früchte zu picken. Also wie gesagt, die sind richtig hart. Also das gibt halt hier nicht nach, obwohl ich reindrücke. Auch das Fruchtfleisch nicht, genauso wie hier. Also da fangen dann wirklich die Vögel an, dran zu picken. Die Frucht war zum Beispiel heute in der Früh am Baum und das ist wirklich alles steinhart. Also die brauchen dann für gewöhnlich 2-3 Tage, bis sie dann wirklich verzehrfähig reif sind und weich für den Menschen. Aber davor kommen halt die Vögel eher ran. Und die dritte Sache ist, da habe ich jetzt hier zum Beispiel eine Frucht und die hat halt hier so diese Umrandung oder diese Stelle, die so auch sehr hervorscheint und auch ausschaut wie ein Pilz oder was ähnliches. Und das ist halt zum Beispiel eine Stelle, die nicht reif wird. Egal wie weich die Avocado wird, wie feuerreich oder das Fleisch dann oder beziehungsweise das Fruchtfleisch anfängt zu verfaulen, verderben. Das hier, diese Stelle, wird niemals reif. Die wird immer hart bleiben und da kann ich euch dann auch später wahrscheinlich mal so ein kleines Beispiel einschneiden, wenn ich mal so eine Avocado esse, dass es da wirklich hart bleibt und diese Stelle sozusagen ja nicht verzehrfähig ist. Ist genauso wie hier. Ist auch so eine Stelle, könnte auch eventuell ein Pilz sein. Und ich habe halt hier einfach mehrere Avocados, die halt diese Stellen aufweisen und ja, das sind einfach so diese drei Merkmale bzw. so Sachen, Dinge, die ich euch mitteilen wollte, weil ich jetzt hier halt auf der Permakulturfarm das auch zum ersten Mal erfahren habe, dass ja, diese Krankheiten, diese ja, Fakten halt einfach und dieses Wissen möchte ich euch einfach mit weitergeben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen, gerne auch über einen netten Kommentar. Und ihr könnt auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade und euch mit wunderbarem Wissen hier aus Costa Rica während meiner Reise weiterhin bereichern kann.
In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und ich wünsche euch eine wunderbare und schöne Zeit. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.